Also ich habe auf die Schnelle nichts gefunden. Geh ins Spiel. Hallo, geh ins Spiel. Steuerung? Hallo? Hallo, Steuerung. Es ist kaputt jetzt gegangen. Hallo? Steuerung? Och man, warum muss das denn sein? Ach, egal. Ich muss noch mal gucken, was los ist jetzt. Warum hier irgendwie das nicht so ganz will. Gut, ich guck noch mal nach. Tja, sehr eigenartig. Jetzt geht's wieder. Ich habe einmal Emulator neu gestartet. Und es funktioniert wieder. So, gespeichert habe ich eben schon. Ich sehe jetzt, ich habe jetzt mal gewechselt hier. Aber es lag einfach am Leveln. Dass ich halt gedacht habe, falls irgendwas schief geht, habe ich nämlich einen zweiten Slot. So. Jo, ihr seht, ich kann wieder steuern hier und so. Hi, habe ich mit eigentlich schon gesprochen hier? Ja, doch, habe ich schon. Ich weiß, der Look noch. König verschwand sie aus Lower Seltsam. Ich dachte, du hast vielleicht etwas wissen können. Nein, ich weiß nichts, Roy. Tut mir leid. Na gut. So, ich hatte gespeichert, das war das Wichtigste. Falls ich nämlich jetzt doch noch etwas schwach auf der Brust bin, kann ich laden und muss das ganze Schloss nicht nochmal von vorne machen. Das war mein Hauptaspekt. Okay. Also, so kriege ich sie immer noch nicht kaputt. Die Heinis. Springen wir! Ja, wir springen drüber. Es hängt schon wieder ans Rucken. Okay, ich weiß jetzt, woran es liegt wenigstens. Aber ich kann es jetzt nicht verhindern. Das tut mir leid. Ich habe gerade im Hintergrund eine Registry-Löschung am Durchführen. Und deswegen ist ja, nicht so ganz. Okay, ich sollte vielleicht mehr aufs Spiel eingehen gerade. Statt irgendwie was von mir zu labern. Stand Text, ja. Ihr seht, ich werde umkreist von Hexen. Schlecht, ja. Wie gesagt, ich kann das leider nicht abschalten. Tut mir leid. Da müsste jetzt kurz mit leben, aber so schlimm ist es nicht. Es geht noch. Hier ist irgendwie nichts los. Sieht aus wie Foltermaschine. Da sitzt einer. Ja, lest den Text bitte selbst. Ich habe jetzt eh schon verpennt. Treffer. Das ist ganz... Wer sich fragt, was, wie weiß ich das? Ja, ist immer natürlich der, die hier hinterher ist. So, jetzt kann ich es vorlesen. Wir Hexen tanzen um dich herum und haben einen sehr langsamen Text. Beweg dich nicht, dreh dich nicht um. Zu viert sind wir, doch du schläfst gleich ein. Wird dies dein letztes Stündlein sein? Und jetzt geht's nicht mehr weiter, weil ich... Aber doch, der Text geht noch zu Ende. Wir färben mit dir die Erde rot. Wir labern noch weiter. Doch wir sind schon tot. Ich hab's schon geschafft, aber der Dialog wollte unbedingt noch durchgehen einmal. Ich hätte es ganz einfach beenden können, indem ich hier zu dem lege. Eine kristallklare Stimme, aus der nichts erklingt. Vor einem Typ, der vor dir sitzt. Willkommen in meiner Kammer. Genieße die Zeit wie im Traum. Erfreue dich im Spiel mit meinen wunderbaren Kindern. Ja, wo sind wir jetzt schon wieder gelandet? Hexer sagt, lauf! Hexer sagt, überhaupt nichts mehr! Au! Hahaha! Du hast dich bewegt, ja, toll. Oh Gott, wie sehen die aus? Hexer sagt, lauf! Ja, es ist Stop and Go einfach. Bam! Hexer sagt, stopp! Und jetzt habe ich auch getroffen. Ah, du hast Hexer verwundet! Das war nicht nett! Ja, und jetzt geht's los. Jetzt beginnt der Spaß. Hallo, Königin von Spanien. Au. Au. Hallo, treffe ich die auch? Na gut, ich mach's auf die andere Methode. Na gut, ich muss erst warten, bis ihr komischen Murmeln da sind anscheinend. Wie gesagt, der Boss ist abartig, wenn man zu wenig gelevelt hat. Und ich habe zu wenig gelevelt. Man sieht's, ich bin auf Level, ich mach nur 5 Schaden. Das war zu wenig gelevelt. Aber,
Ihr seht, der Schaden ist jetzt nicht so enorm. Ich weiß nicht, habe ich schon eigentlich einmal Ringe eingesetzt? Das könnte ich mal machen. Guck, so, so, vor mir. Klack, klack. Ich habe einen Sturmring und einen Feuerring. Ja, wir mal aus. Ja, ist mal schön in die falsche Richtung. Ich kann den lenken noch ein bisschen, aber es bringt nichts, weil er geht nur in so einem Winkel vor mir. Na gut, das war schon mal für den Arsch. So, jetzt ist das schöne Bild. Ich nehme den Sturmring. Der geht nämlich um den ganzen Bildschirm. Ja, ihr seht, es ist abartig übertrieben, was das für eine Animation ist. Wir stehen mitten auf der Sonne und es kommen Feuerkugeln von überall runter. Keine einzige von den scheiß Dingern hat getroffen. Seht ihr, warum das Zaubersystem so unheimlich toll ist in diesem Spiel? Ich denke, man begreift es jetzt langsam. Oh, jetzt geht die perverse Phase los. Aber es gibt doch noch relativ einfaches Muster gegen die. Und zwar einfach so, wie ich das gerade mache. Wenn man dann immer durchkommt, das Blöde sind die Masken. Ja, ich eile mich kurz. Das Blöde sind einfach diese Gesichter, die da rumfliegen. Kraftpunkte erhalten, ja. Das Blöde... Au! Das war unfair. Das Blöde ist einfach nur, dass... Ja, ich komme nicht ganz durch immer. So, jetzt... Jetzt kann ich sie nicht treffen. Ich bin genau... Die Stacheln tun gar nicht weh. Ich bin genau an der Schwelle von dem Boss, sag ich mal, wo das aufhört zwischen... Du bist unterlevelt und es ist scheiße schwer und es wird piss einfach, wenn du 3-4 Level mehr hast. Genau an der Schwelle bin ich. Also 24 ist so die Mitte, sag ich mal. Wo ich nicht viel Schaden mache, aber sie auch nicht mehr so extrem viel kann. Das heißt, der Kampf zögert sich einfach nur extrem in die Länge. Ihr seht's, wenn man so immer schön in dem Muster bleibt hier, passiert nicht viel. Das dauert nur halt. Das ist eine Frage der Geduld. Einmal rein und einmal raus mit dem Stich. Ja, jetzt kommt der Scheiß wieder. Ach ja. Ihr seht, der Kampf ist... Ja, das kann doch dauern. Ich weiß nicht, wie viel Leben die hat, aber... Au. Ja, wie gesagt, wenn man nicht immer in dem scheiß Muster drinne bleibt, dann... frisst man Schaden oder die Masken mitten ein auf einen drauf spawnen. Ja, ich heile mich gleich. Jetzt klappt's. So, aber das Doofe ist immer das Hin und Her. Ihr seht's, ich bin, wie gesagt, nicht überlevelt, aber es geht jetzt. Es hält sich in Grenzen. Ich sag mal, für die nächsten 3-4 Dungeons reicht das noch an den Levels. Da brauche ich jetzt nicht extra nochmal leveln gehen für. Götterknalle, jo. Ich habe eh genug von den Dingern, also es ist... eine Geduldsfrage nur, sag ich ja. Au, Mann. Oh, diese Dreckskugeln von der. Hallo? Hau doch nicht ab. Mein Gott. Oh. Lass mir das noch am liebsten, weil da kann ich sie wenigstens ein paar Mal treffen. Oh, was die aus, ey. Was die aus, ey. Ah, es ist... Oh, tot. Haha, geschafft. Reine Frage der Konzentration und Geduld. Es ist vollbracht. Die Rache der Königin enthebt sich des Schlosses. Das Schloss ist wieder sicher, mehr oder weniger. Hi, du bist Columbo, ne? Ja? Hä? Was hab ich getan? Tage der Qual. Träumte ich im Schlummer einen schier endlosen Traum? Ich bin Columbo, ein Forscher und Navigator. Warum nahmst du die Gefahren auf dich, um mich zu retten? Nun, nur so. Ich wollte das Meer sehen. Ja...
wollte das Meer sehen. Ich hörte von einem Seefahrer namens Columbo. Columbo, darf ich dir eine Frage stellen? Warum wurdest du hier gequält? Ich dachte, dass man nur Verbrecher peinigen würde. Ja, vielleicht glauben die Leute das. Man sperrte mich zu Unrecht ein, da die Prinzen auf der Reise starben. Doch das ist nicht die Wahrheit. Ich akzeptierte die Qualen als Buße für meine Gier. Loas König und Toronias Königin, die Mächtigen sind alle gleich. Leider kann ich nicht mal dir den wahren Grund nennen. Wenn der wahre Held geboren wird, enthülle ich mein Geheimnis. Die Seemusik. Als wir den neuen Kontinent entdeckten, wurde mir eins klar. Wo wir auch leben, alle Menschen sind gleich. Wir lachen und weinen und sind eine Familie. Die Freundschaft sollte alle Länder und Kontinente verbinden. Deswegen gebe ich meine Navigationskenntnisse gerne weiter. Lass uns nach Aola zurückkehren. Columbo ist wieder frei. Hula, ule, hula, ule, ulu. Ich habe allen Seeleuten mein Wissen über Navigation vermittelt. Ich bin sicher, sie werden deine Wünsche erfüllen. Ich bin müde, lass mich ein wenig schlafen. Mit offenen Augen. Okidoki, wir können Schiff fahren. Gehen wir mal zum Hafen, würde ich sagen. Und schauen doch mal, ob wir fahren dürfen. Mitfahren dürfen. Aola, aolai, 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 aolai. Hallo, Schiffmann, Seemann. Hör auf uns bereit, morgen früh bei Sonnenaufgang auszulaufen. Bist du dabei? Oh yeah, na klar, kann ich an Bord gehen? Dies ist eine Forschungsreise, Touristen sind an Bord, nicht erlaubt. Nächste Reise, es steht noch kein Termin fest. Penner, ich ermögliche euch hier überhaupt, dass ihr wieder fahren könnt irgendwo hin. Und ihr lädt mich nicht mit. Na gut, wir versuchen es vielleicht trotzdem und schleichen uns morgen ans Schiff. Ich würde sagen, wir legen uns einfach mal hin. 10 Taler in Ordnung. Ja, ich bleibe. Das Zimmer ist dort. Gute Nacht. Wir legen uns hin. Du, du, du. Vielleicht schaffen wir es ja über Nacht, sage ich ja. Kratz, kratz. Oh, nachts. Feider. Was will die denn? Hör auf! Na gut, das ist etwas übertrieben. Oh, Feidermusik. Davon wacht man natürlich auf. Entschuldige, es ist spät, doch wir haben wenig Zeit. Wir brauchen dich. Prinzessin Melina ist in Gefahr. Jemand will sie ermorden. Jetzt ist nicht die Zeit für lange Reden. Sie muss schnellstens fort. Wir könnten sie an Bord des Schiffes bringen, aber alleine? Ich suche jemanden, der sie beschützt, während ich den Mörder verfolge. Könntest du mir das übernehmen? Yeah, warum nicht? So kommen wir wenigstens aufs Schiff. Eine solche Aufgabe kann ich beim besten Willen nicht abschleiern. Ja, großartig, ich danke dir. Jetzt kann ich meinen Freund retten. What? Jetzt kann ich meinen Freund retten? Was zum Wovon laberst du? Ich werde euch später folgen, passt auf sie auf. Ich sehe dich morgen früh in Aola, ich zähle auf dich. Was laberst du, Vibe? Was soll das heißen? Wirklich arg. Warum hast du denn nicht gleich gesagt? Welche Wahl hatte ich? Was? Ich abgelehnt wäre sie nicht gegangen. Deine Reise zu einem neuen Kontinent klingt gut. Überraschenderweise ist er nett. Zur älteren Dame. Worauf willst du ihn noch eigentlich hinaus? Och, nicht. Schlaf ein wenig. Es wird eine anstrengende Reise. Was labert ihr für eine Scheiße? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Okay. Wenn ich Schlafmusik komme, werde ich auch müde. Darf ich? Ja, ich darf. Oh, ich spiele schon eine Stunde? Was? Ach ja, gut, die Levelzeit ist noch mit drin. 40 Minuten dürften es sein vielleicht.